Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy VII, dem Remake. Wir haben... Oder? Vision. Ich hätte mehr tun sollen. Nein, alles gut. Kommen wir wieder nach oben. Hoffentlich kommen wir in der Nähe raus. Los! Ich gehe vor und sichere den Ausgang. Cloud! Super. Die machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Geht schon mal vor. Los! Ja. Ich gehe drauf. Du auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Aeris. Beeil dich!
Ich bin verdammt stark. Cloud! Schnell! Kanalarbeiter, Trophäe halten. Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Ja, warte mal, Mädels, warte mal. Wir müssen ja erstmal hier auf die Bank. Habt schön. Nichts Dolles drin. Auch nichts Dolles drin. Wo sind die Mädels? Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Das Licht weist den Weg. Ja, komm, Ladies first. Unheimlich. Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer, auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Aha. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Bringen wir es hinter uns. Kein Problem. Ja. Bringt sie uns weiter. Es hagelt. Es ist vollbracht. Ich habe nur mehrere Optionen. Das ist eigenartig. Will ich erstmal da. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
Zielstab. Stäbe gibt's zwar hier wie Sau jetzt langsam. Aktiver Carnivore, der auf dem Eisenbahnfriedhof beheimatet ist. Diese überaus aggressive Kreatur jagt immer in Gruppen und zögert nicht, auch Menschen anzugreifen. Alles klar. Hast du die Kinderstimmen aufgehört? Und die Schau sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? I don't know. Da ist jemand. Bedroht, der Müllsack. Übertreiben. Ich leg los. Ja. Zack. So, gewonnen. Ja. Ein Gil. Wrong way. Mhm. Ich wollte aber den einen Gill haben. Stürzt.
Das tut mir leid, Tifa. Wie sieht das jetzt eigentlich bei dir aus, Tifa? Immer noch nicht fertig. Das ist schade. 60%. Kombo mit normalen Angriffen ausführen. Wiederholte Angriffe mit dieser Fertigkeit. Zusatzangriff. Okay. TP-Boost. Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Come on. Ganz schön dreist. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Wir haben das Bahndepot erreicht. Doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Na, wollen wir reden? Huh?
Zurück! Vielleicht, Nur kein Über! Wollen die kommunizieren? Feuer. Okay. Ein paranormales Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumspukt. Dieser Plagegeist spielt vorübergehende Streiche, die nicht immer harmlos enden. Über seine Motive ist nichts bekannt. Nach physischen Treffern wirkt der Geist Schild und nach magischen Treffern Reflex. Verwende Magieattacken, wenn er sich mit Schild schützt und physische Attacken, wenn er sich mit Reflex schützt. Okay. Übernimm du. Überlass das mir. Na? Gib auf dich acht. Komm schon. Was ist keine Magie? Oh, los geht's. Wieso? Zack, arbeiten wir im Team. Ich mach das. Es geht los. Ist das alles? Verdammt! Ein Haufen Feuer drauf. Viel Erfolg! Überlass das mir! Überlass das mir! Ja, was hast du? Ich war ein bisschen verwirrt, weil er stand immer wirkungslos, wenn wir den gehauen haben. Und dann war auf einmal tot. Warte! Was gibt's da bitte zu warten? Nun, also... Was zum... Mit einem Zug nach mir schmeißen ist kein Streich. Alles okay? Vielen Dank, Cloud. Müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Okeli dokeli. Was geht hier ab? Auf geht's! So. Packen wir's an! Tür zu. Und jetzt? Meine ich. Achtung! Dieser Zug fährt über die Flammen von Sektor 7. Zum Eisenbahnfriedhof. Ach so, das geht auch.
zum Kran geht es dort oben. Come on. Von innen verschlossen, alles klar. Zwecklos. Der kriegt keinen Strom. Vielleicht auch einer ihrer Streiche. Aber irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen. Na und wie? Bin. Übernimm du. Ich leg los. Komm schon. Ja. Yes, für dich. Gothic Armreif. Okay. Gefunden! Warte. Gefunden. Ich denke schon, was macht sie da beim Spind? Jemand versteckt? Ich glaub schon. Gefunden! Dich, Aerith? Dein Einsatz. Ich tu, was ich kann. Ist das recht? Es geht los.
Äther. So, Tiefverbrauch. Clockball. Ach so, und ich habe da gerade was gelesen gehabt, ne? Tifa ist, glaube ich, fertig. Ah. Du kriegst jetzt hier die Überfall. Was haben wir denn hier? Nettet. Toxin. Bio-anwendbar. Komm, du kriegst mal hier ein paar Trefferpunkte mehr. Jetzt musst du was machen? Ein blitzschneller Ausweichschritt mit anschließendem Faustschlag, Schockpotenzial Mittel, Geschicklichkeitsbonus, Gegner schocken. Also einfach nur auf die Fresse hauen, bis sie geschockt sind. Gut, 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 gut. Megatrank. Das ist natürlich schon so ein bisschen geil, ne? So ein Megatrank. Aber der sollte immer noch nicht funktionieren, ne? Ah Gott. Auf und runter. Nehmen wir erstmal runter. Oder? Echo-Schirm. Deiner ersten Intuition. Der ist bestimmt wieder oben abgeschlossen, ne? Und dann muss ich hier lang, oder? Irgendwie so wird es sein.
Ja. Genau so. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Mhm. Wir müssen wohl einmal drumrum gehen. Alles klar. Arschdunkel hier. Komm, ich gebe eine Runde. Schön. Wir gehen erstmal knacken. Gib her. Oh, da kommt ein Bosskampf. Aber weil ich nichts aus Fehlern lerne. Ich will nochmal den Bonusbereich hier haben. Nix. Fies. Mogre-Medaille. Gut. Gut, 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 gut. Wusste, ich hätte die Folge beenden sollen. Ich krieg nicht vergünstigt Megatränke. Ja, schmeiß damit Bücher nach hier.
Ja, ja. Sowas hatte ich mir gedacht. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Bist du denn? Auf Nummer sicher. Feuer ist wirksam. Viele Geister sind zu diesem Wesen verschmolzen. Enthält genug böse Energie, um einen Poltergeist beschwören zu können. Wechselt zwischen seiner physischen und seiner immateriellen Form hin und her. Magische Attacken gegen seine physische Form und physische Attacken gegen seine immaterielle Form haben keinen Effekt auf seine Schockleiste. Setze daher magische Attacken gegen... Naja, ist schon... Ich hätte mich sogar nichts vor. Klaut ist kaputt. Ich kann mich retten. Ins Gesicht hat er ja. Und wieder besser. Wieder weg. Jetzt gebe ich alles. Hau rein.
fand er, glaube ich, nicht gut. Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Ja, aber das dann wirklich erst in der nächsten Folge. Ja, habe ich ein bisschen überzogen. Ich hab's mir gedacht, dass der Boss kommt, aber ich habe gedacht, einen Knopf kannst du noch mal drücken. Nee, kannst du nicht. Ich finde die Kämpfe cool, ne? Nur ich kann aber nichts sagen, weil du musst konzentriert und überlegen, was du tust, ne? Das ist hochinteressant eigentlich vom Kämpferischen her. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.